Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe erstmal, der Ton geht für euch klar. Ansteckmikrofon ist auf jeden Fall dran. Werder-Trikot sowieso, ist ja ganz klar. Wir sind schon in Bremen, in der Unterkunft, gestern Abend angekommen. Heute ist es soweit, Werder Bremen gegen Holstein Kiel. Ich wollte noch mal ein paar Worte verlieren, bevor das Spiel dann wirklich losgeht, bevor... Bei mir ist immer so, ich bin Stunden vorher dann schon da und so, deswegen beginnt bei mir dann der Spieltag immer schon ein bisschen früher. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht schaut ihr gerade dieses Video noch, schreibt mal rein, ab wann ihr euch auf die Couch macht oder auch zum Stadion macht, wie es bei euch da so aussieht. Ich habe, jeder hat ja da so seinen Ablauf, aber ja, warum das vor allen Dingen heute ein Pflichtsieg ist und warum es auch so wichtig wäre, dieses Spiel heute hier zu gewinnen. Ich meine, jedes Spiel ist wichtig zu gewinnen, das ist ja ganz klar, brauchen wir nicht drum herum reden. Das wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir jetzt sagen, ja, das ist jetzt, hat jetzt eine andere Wichtigkeit oder so, aber gerade nach dem Auftritt gegen Gladbach war für mich diese Welle, die dadurch entstanden ist, ein Stück zu viel, weil, ich will das auch kurz begründen, natürlich war das Spiel absolut Müll und ich bin selber auch auswärts hingefahren, also ich bin auch einer derjenigen, die dann auch im Stadion waren, also die Tour gemacht haben, dort waren, versucht haben, Stimmung zu machen und so weiter, aber einfach in dem Spiel gar nichts ging. Das hat mich natürlich auch extrem genervt, extrem abgefuckt. Jetzt, so eine Woche später, kann ich da natürlich auch nochmal ein bisschen anders drauf blicken. Das, was mich nur gestört hat, war nicht die Kritik an dem Spiel, die war absolut berechtigt, das waren auch die richtigen Worte, die die Spieler getroffen haben. Aber wir sind direkt in so eine Welle der Negativität reingefallen. Es wurde so viel hinterfragt direkt nach dieser Niederlage. Das war schon sehr, sehr extrem. Und ich glaube, dass hier ein großer Bruch kommen könnte, wenn wir gegen Holstein Kiel verlieren würden. Deswegen nehme ich dieses Video auch vor dem Spiel jetzt auf, weil ich einfach ein paar Sachen sagen möchte dazu. Ich glaube, wenn du hast heute die Möglichkeit, wirklich zu zeigen, dass du oben weiter mitspielen möchtest, dass du wirklich reifer bist als in der letzten Saison. Denn vor diesen Situationen waren wir schon häufiger, auch im letzten Jahr, gegen die Aufsteiger vom letzten Jahr, wo wir dann eben auch immer wieder Punkte liegen haben lassen. Immer wieder gab es eine Chance, eigentlich den Sprung nach oben zu machen. Und wenn wir nochmal auf die letzte Saison schauen, haben wir auch gesehen, es sind diese einzelnen Punkte, die dir am Ende fehlen. Uns haben am Ende sogar nur Tore gefehlt. Das heißt, gerade jetzt ist es wichtig, diese Wichtigkeit zu erkennen. Wichtig, diese Wichtigkeit zu erkennen. Ja, wunderbar, Nico. Worum es hier eben wirklich geht. Und dann auch den nächsten Step zu machen. Und für mich ist dieses, wir haben die Mannschaft wieder zusammengehalten, Kaderkritik ist sowieso immer noch auch da, das ist ja auch ganz klar, es ist auch irgendwo logisch, bei dem, was wir alles gemacht haben im Kader, wir haben natürlich viel zusammengehalten, aber ich glaube, gerade auch in der Breite und im Allgemeinen hätten wir uns natürlich auch viel mehr verstärken können, ist ja ganz klar. Das heißt, diese Kaderkritik, die gibt es ja auch weiter. Problem ist nur, wenn du eben mit diesem Kader, wo du gerade stehst, so reingehst und das alles so zusammenhältst, müssen natürlich gewisse Automatismen laufen. Ganz klar. Du kannst ja dann nicht sagen, ja, das muss ich jetzt nochmal finden, dass es dann in einem halben Jahr geht, gehen da die Zahnräder an einem. Nee, jetzt geht es wirklich darum, so zu zeigen, wie weit sind wir eigentlich. Und ich finde gerade diese Spiele wie jetzt gegen Holstein Kiel sind einfach so ein absoluter Maßstab auch dafür, um zu sagen, ey, guck mal, wir haben uns gesteigert, wir sind weiter, wir sind reifer. Wir holen heute das Ding, wir holen die drei Punkte und können dann danach die Woche diese zwei schweren Aufgaben gegen Frankfurt und Stuttgart wirklich mit einer ganz anderen Brust angehen. Ja? Das ist so ein bisschen auch das, was ich mir erhoffe von dem Spiel. Da nehme ich dann auch schon mal direkt vorweg, dass ich persönlich glaube, dass wir heute gewinnen werden. Ich glaube, wir holen die drei Punkte. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Spiel wird, ein sehr zerfahrenes Spiel wird. Da wird es auch viel Kritik bei dem Spiel, glaube ich, geben. Aber am Ende holen wir die drei Punkte. Und eigentlich geht es auch nur darum heute. Heute musst du einfach die drei Punkte holen. Du darfst dich nicht irgendwie darauf einlassen, das Niveau komplett runterzuziehen. Du musst kämpferisch vor allen Dingen da sein. Das sind so gewisse Grundtugenden. Wir haben auch schon gezeigt gegen stärkere Vereine, dass wir fußballerisch mitspielen können. Sodass wir wirklich auch den Ball laufen lassen können. Aber heute zählt eben wirklich nochmal diese moralische Perspektive, dieses, wie weit bist du hier, so, wie weit bist du bereit zu gehen, ne? Und darauf wird es eben heute ankommen, glaube ich, gegen Holstein Kiel. Ja, und ich habe auch dieses Gefühl eigentlich, und das habe ich auch die ganze Saison schon, dass wir da dazugelernt haben, dass wir auch weiter sind als in der letzten Saison, dass wir die nächsten Steps gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt doch mal gerne rein, mich würde es wirklich mal interessieren, so. Habt ihr das Gefühl, diese Saison ist mehr möglich. Bei mir ist es extrem irgendwie verankert. Ich bin total positiv eigentlich und bin auch wirklich so, dass ich sage, ey, ich glaube, diese Saison, da geht richtig was für Werder.
wenn wir in diesen entscheidenden Knackspielen dann auch liefern. Und das ist eben das jetzt auch für mich. Leider gibt es dann nachher wieder die Länderspielpause 2 Wochen. Aber gerade deswegen auch, wenn du jetzt mit einer Niederlage in die Länderspielpause gehst, dann zieht sich dieses negative Gefühl 2 Wochen lang. 2 Wochen lang durchgehend. Du kannst es eben aber auch auf die andere Seite schieben und dann eben tatsächlich volle Pulle angreifen, wenn du jetzt gewinnst. Wie gesagt, danach kommen die 2 schwierigen Spiele, wo du dann auch erstmal bestehen musst. Ne? Gerade gegen Frankfurt in dieser Saison wird es wirklich, wirklich crazy, sage ich euch. Also, ja. Naja, schauen wir mal. Ich für meinen Teil glaube heute an 3 Punkte. Ich glaube an 2-1 für Werder. Schreibt mir mal gerne eure Tipps unten rein. Ich bin schon in der Unterkunft angekommen. Ich war erst im Überlegen. Ich sage ja, heute ist das so ein Free-Talk-Video, sage ich mal dazu. Ich hoffe, euch gefällt sowas auch mal. Aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen teilhaben lassen von meinen Gedanken jetzt so am Spieltag und vor dem Spiel. Ich denke natürlich pausenlos an Werder, logischerweise. Aber heute natürlich nochmal speziell mehr. Übrigens hier, guck mal bitte, absolute Traumküche. Das ist so eine Küche mit so einer Insel. Ey, das würde ich mir gerne für uns zu Hause auch wünschen. Ich bin ja, leider konnte meine Frau nicht mitkommen, ganz liebe Grüße. Ich bin ja deswegen mit meinem Kumpel hier, mit Mike. Und genau, aber das hier ist echt die schönste Unterkunft, die ich bis jetzt je hatte. Ich bin in Bremen-Walle, heißt das, glaube ich. Korrigiert mich gerne. Und ich muss einfach nochmal sagen, für mich ist es immer wieder, ich weiß, ich sage das häufiger, aber es ist auch so, immer wenn ich in Bremen bin, ist das wie so ein bisschen, ja, so ein zweites Zuhause, so ein Trip ins zweite Zuhause. Vor allem in den letzten Wochen war ich ja sehr, sehr viel unterwegs. Wenn man überlegt, vor 3-4 Wochen war ich noch im Allgäu, in Bayern, Österreich, österreichische Grenze, dann Österreich wirklich drinne. Dann war ich von Österreich, Allgäu zurück nach Köln-Leverkusen, dann nach Bremen, dann jetzt nach München-Gladbach und jetzt wieder in Bremen. Und irgendwie habe ich aber trotzdem sehr, sehr viel Energie. Also eigentlich ist man ja dann irgendwann so kraftlos. Das kommt dann, wenn man dann wieder zu Hause ist. Aber ich habe sehr, sehr viel Energie. Ich muss sagen, diese Aussage in den Bergen hat mir auch sehr gut getan. Und einfach diese Leidenschaft rund um Werder. Das ist einfach etwas unglaublich Tolles. Ja, und ich wollte euch einfach nur so teilhaben lassen an diesem Gedankenspiel, was bei mir praktisch dann auch so los ist. Das sind so Glücksgefühle einfach auch. Und das ist toll. Das ist wirklich sehr, sehr toll, auch viele von euch da draußen dann hier zu treffen immer. Ich werde natürlich auch einen Bremen-Vlog machen. Mal gucken, wie ich das hier alles verpacke. Ich glaube, das ist sehr viel diesmal ein Stadion-Vlog tue. Das heißt, weniger Einzelvideos, dafür einen großen Stadion-Vlog. Den wird es dann heute Abend noch geben. Ich werde heute Abend noch den Stadion-Vlog schneiden. Da zeige ich euch auch die Unterkunft. Die ist, wie gesagt, wirklich die schönste, die ich bis jetzt hier hatte, diese Unterkunft. Das ist völlig irre. Empfehle ich wirklich auch jedem von euch, bevor ihr ein Hotel mietet, ne? Checkt das wirklich immer ab. Check24, Airbnb, diese Sachen. Oder auch Booking. Das sind alles, das sind so 3 Seiten. Ihr zahlt meistens dasselbe wie im Hotel. Nur habt ihr halt 3-4 Mal größer eure Wohnung halt. Ne, dann, oder Unterkunft. Das ist einfach toll. Und da gibt es mittlerweile so gute Sachen, auch mit Schlüsselbox und sowas. Das, all das kann man schon echt richtig viel machen, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich eigentlich gar nicht so abschweifen. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir heute Abend feiern können. Das ist so mein Feeling. Ja. Ich glaube an Werder. Ich glaube, dass wir reifer sind. Ich glaube, dass wir den nächsten Step gemacht haben. Und falls nicht, bin ich, ich will eigentlich gar nicht drüber reden, aber falls nicht, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie man das Ganze dann einordnen wird und analysieren wird. Denn jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt, wo ich auch am Anfang einmal schon mal angedeutet habe. Nach Gladbach haben wir schon gesehen, wie viel hinterfragt worden ist. Sollten wir jetzt verlieren gegen Kiel, glaube ich, wird jedes Spiel nochmal anders gesehen. Dann wird das 0-0 gegen Dortmund anders gesehen. Dann wird es nicht mehr heißen, auch Punkt gegen Dortmund, sondern so, ja, guck mal, auch da konntest du nichts holen. Dann wird, und ich habe zum Beispiel gegen Dortmund schon seit Wochen ja gesagt, ich glaube, da hätte man mehr holen sollen. Aber dann wird es von allen umgeschrieben so. Gegen Leverkusen wird dann das und das kommen. Dann wird gegen Gladbach das nochmal natürlich aufgerollt kommen. Wolfsburg, Hoffenheim wird jeder dann nur noch über die erste Halbzeit reden. So Dinge halt. Das ist irgendwie so ein, so ein Rad, wo du dann eigentlich nicht rein willst. Und das hoffe ich, dass es nicht passiert. Am Ende sind wir alle keine Hellseher, ist ja auch klar. Ja, aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht ist das Video auch scheiße, könnt das auch ruhig sagen. Es hat ja keinen richtigen roten Faden. Aber das ist so bei mir, am Spieltag habe ich so 1000 Gedanken rund um Werder. Ich frage mich immer, was passiert, wenn wir gewinnen? Wie ist dann die Stimmung? Wie kannst du das mitnehmen? Wie kannst du das in den nächsten 2 Wochen verpacken?
Und genauso auch bei der Niederlage, oh mein Gott, so, dann wird man innerlich schon so sauer und traurig und wütend und alles so, ne? Ja, ihr seht schon, bei mir am Spieltag ist auf jeden Fall immer viel los. Ich hoffe, euch da draußen geht es auf jeden Fall gut. Schreibt mir gerne eure Tipps vor allen Dingen in die Kommentare mal rein. Wie gesagt, den Stadion-Vlog wird es dann heute Abend noch geben, werde ich heute Abend noch für euch zusammenschneiden. Vergesst nicht, ein Däumchen da oben da zu lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Gerne auch ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns heute wieder beim Stadion-Vlog oder im Stadion vielleicht auch. Da bin ich nämlich dann auch gleich dann schon. Wunderbar. Okay, bis später. Wunderbar.